Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen in eine neue Folge Minecraft. Und wir hüpfen hier in der Höhle rum, wo wir in der Sackgasse waren. Finde ich ganz, ganz klasse. Ich liebe Sackgassen. Minecraft und Sackgassen ist doch was Tolles, oder? Ist doch immer wieder wunderschön. So, sieht so ruckelig aus, obwohl es eigentlich total flüssig läuft. Ich weiß nicht. Egal. Ist mir aber jetzt wurscht hier. Wir werden jetzt hier die Höhle erkunden und wir werden hier irgendetwas finden, was voll klasse und toll ist. Wie zum Beispiel Gold. Und Kohle. Kohle ist gut. Wir müssen ganz viel Zeug sammeln. Wir brauchen Zeug und Zeug und Zeug. Boah, ist das leise. Oder der Media Player ist nur einfach wieder laut. Das könnte natürlich auch sein. Überleben wir das? Ups, falsch. Musik und Geräusche. Machen wir mal so. Naja, nicht unbedingt. Müssen wir noch lauter machen. Moment. Miau. So, es kommt davon, wenn die Musik viel zu laut ist. Mensch, also, ja, das kommt davon, wenn man nicht in den Media Player schaut, wie laut ist das, dass die Musik eingestellt ist, dann passiert das schon mal. So, jetzt können wir hier loslegen und zwar volle Pulle. Legen wir jetzt mal los, sammeln wir hier, bumm. Ah, ich liebe es. Weil die Musik halt aber auch wieder zu laut ist hier. Das geht gar nicht. Mach mal so. So. Jetzt haben wir nämlich hier voll auf volle Pulle. Dann hören wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser, wenn ein Creeper hinter uns explodieren will. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Pfah! Passiert. So. Okay. Klasse. Und jetzt schon wieder in der Sackgasse. Finde ich toll. Finde ich toll. Schon wieder eine Sackgasse. Was ist denn wurscht? Weil ich habe ja da vorne gesehen, da geht es nochmal weiter. Und zwar weiter. Wie viel Holz haben wir denn eigentlich? Naja, haben wir schon noch Holz dabei. Alles nicht so schlimm. So, und zwar da vorne. Und da wird es auch weitergehen. Ich würde mal jetzt lieber mal dahin weitergehen, wo die... Oh, er schreckt mich. Boah, ich hatte jetzt voll zu... Ja, boah, hat es mich jetzt gerissen hier. Nochmal einer. Da vorne ist Kies, also ist da wieder mit Sicherheit irgendwie ein Spawner oder so, wenn da schon wieder so viele Zombies kommen. So, ich nehme jetzt erstmal hier das Gold mit, weil das braucht man ja dann für die Booster-Schienen und den ganzen Käse. So, Gold soll ja auch öfter vorkommen jetzt dann in der 1.8. Und ja, ihr habt auch geschrieben, so ja, dass ihr nicht wisst, warum das die letzte sein soll, die 1.8. Ich weiß es auch nicht. Mein Partner und Marco von Masterboot hatten halt gemeint, dass sie glauben, dass die 1.8 die letzte sein würde. Ich weiß es nicht. Ich persönlich glaube es ja auch nicht. Aber wenn die Jungs es glauben, dann wer weiß. Ich meine, wenn sie recht behalten, behalten sie recht. Wenn nicht, dann nicht. Ich meine, das sind halt Spekulationen, sag ich mal. Spekulationen. So, jetzt ist hier schon wieder in der Sackgasse. Ich bringe jetzt hier mal die Fackeln an, weil wenn wir irgendwann mal wieder hier hinkommen... Dann können wir wenigstens das Ganze... Also dann haben wir wenigstens alles schon ausgeleuchtet. So, warum nimmt er jetzt diese Kohle nicht mit? Jetzt sind wir schon wieder voll. Deswegen. Oh, klasse. Das heißt, ich muss jetzt hier mal wieder gedönslos werden. Ist das schön, dass es hier Dinge gibt, die ich loswerden kann. Anders in Hexet kann ich hier wenigstens Zeug wegschmeißen. Ist das nicht schön? Ich finde das klasse. Wenn man mal wegschmeißen darf. Hexe darfst du nichts wegschmeißen. In Trust and Betrayal, glaube ich, ist es nicht ganz so schlimm. Da darf man schon ein bisschen mehr wegschmeißen. Aber in Hexe darfst du halt nicht. Das ist manchmal schon schlimm. Wenn du da nichts wegschmeißen darfst. Ja, ich wiederhole mich. So, jetzt muss ich die Musik auf meinem Ohr leiser machen. Weil ich finde es alles im Allem ein kleines bisschen zu laut. Ja, und man hört halt den Ingame-Sound heute nicht wirklich. Aber ich glaube, das überleben wir. Das überleben wir, solange man mich ein kleines bisschen hört. Wobei, ich glaube, das wird man auch überleben manchmal, wenn es nicht so wäre. So. Aber gut, dann wäre es halt auch langweilig. Die ganze Zeit nur jemanden beim Abbauen zuschauen, wenn nichts sagt, wäre ja auch irgendwie doof, ne? So. Boah, ist es bei euch auch so schweineheiß? Wahrscheinlich spricht jetzt momentan in den letzten Tagen jeder in seinen Let's Plays davon, dass es schweineheiß ist. Vermute ich mal. Ist das jetzt hier schon wieder eine Sackgasse? Das ist die Höhle der Sackgassen. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben die Höhle der Sackgassen gefunden. Ich wollte schon immer eine Höhle der Sackgassen finden. Oh, ist ja mistig. Und einen Vorteil hat es, wir finden eine Theorie wieder raus. Ich sage jetzt mal bewusst eine Theorie, weil ich kenne mich. Und dann sieht es teilweise wieder anders aus. Okay, wir werden heute so ziemlich gar nichts vom Ingame-Sound hören. Ey, Wahnsinn. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir das hier? Ja, ist voll die Sackgasse. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Haben wir noch eine Fackel. Sehr klasse. Gleich so viel. Ich
dachte immer, oh, Moment, da oben ist noch Eisen. Eisen! Eisen! So. Nehmen wir mit. Sah jetzt hier wie ein Loch aus. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, wo es hier wieder rausging. Ich tendiere ja dazu, dass es da rausgeht. So. Da ist ein Creeper. Naja, mal gucken. Mal schauen, wann der kommt. Aber der kommt wohl momentan gerade gar nicht. Der bleibt jetzt da oben. Dann soll er da oben bleiben. Ist ja mir wurscht. Hauptsache, ich bekomme eine Kohle hier. Und dann werden wir bald wieder mit der U-Bahn ein kleines bisschen weitermachen. Aber ich glaube, so viel weiter werden wir da dann gar nicht. Der hat mich jetzt fast ein bisschen erschreckt. Wisst ihr das? Aber wie er da auf einmal steht und keinen Ton sagt, der Creeper. Mensch. Junge, heute ist Knuddel, gib's zu. Aber so nicht, mein Lieber. So nicht. So. Ist es jetzt der von da oben gewesen? Vermutlich ja. Moment mal, da geht's auch noch runter. Können wir auch noch hinschauen. Aber vorher nehmen wir die Kohle mit. Ah, Kohle, Kohle. Wie schön ist das denn? Mann, 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 Mann. Aber es wäre natürlich jetzt schön mit einer Effizienzspitzhacke. Mit der würden wir dann nämlich schon gleich ein kleines Stückchen weiterkommen. Und dann schauen wir mal, wie tief die Höhle noch ist. Ich werde jetzt dann auch erstmal hier das Zeug ein bisschen links liegen lassen. Jetzt will ich nämlich erstmal schon gucken. Da geht's noch weiter. Okay. Habe ich da gerade einen Bogen gesehen? Da war ein Bogen, oder? Moment, machen wir erstmal Stiggies. Ach, nee, da war nur ein Skelett, das sich dahinter versteckt. Ich dachte, da wäre ein Bogen. Ich habe mich schon gewundert, warum der Bogen da so komisch platziert war. Du schießt doch gar nicht auf mich. Du kannst auch gar nicht seitlich schießen. Ach, wie ich das liebe. Weil sie seitlich schießen können. Ja, nee, ist klar. So. Nehmen wir das mal wieder mit hier. Sollten wir vielleicht noch kurz futtern, bevor wir weitergehen. Vielleicht ist nämlich da vorne noch was. Das bedeutet aber, wenn da vorne dann doch was sein sollte, dass ich mich doch verlaufen kann. Ah, meine Spitzhacke lässt auch schon ein bisschen nach. War jetzt natürlich schlau, nach unten zu buddeln. Wenn da jetzt Lava gewesen wäre, dann hätte ich mich wieder mistigst geärgert. Aber naja. So, jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwas kommt. Kann es ja nicht sein, dass es so eine... Ach, das kommt, das ist ein Ding. Okay, ich meine, das hier sieht cool aus, aber... Das ist wieder eine Sackgasse. Nein, ist es nicht so. Jetzt geht es hier weiter. Bist du eine Sackgasse? Hier ist wieder Eisen. Gut, das Eisen hier nehmen wir mit, weil es ist ziemlich viel. So, wie schaut es eigentlich aus? Haben wir noch... Ja, wir haben noch eine volle Spitzhacke. Ist gut. Dann bin ich ja zufrieden. Das ist ja schön, wenn wir noch eine haben. So, und dann können wir mal gucken. Ihr könnt mir mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Und zwar, wie gesagt, habe ich ja Waypoints von meiner Welt, wo wohl ein schönes Biom sein soll. Eines der Biome, die ich mir wünsche. Ob ihr mir erlauben würdet, dass ich die Waypoints benutze. Oh, das ist ein Schleim, den wir natürlich nicht gehört haben. Dadurch, dass die Musik so laut ist. Da freut man sich natürlich umso mehr, wenn da plötzlich ein Schleim auftaucht. Kommt her, ihr Burschis. Ach, wie schön. Komm mal, voll viele Schleimbälle zusammen. So, jetzt müssen wir hier natürlich wieder ein bisschen schön ausleuchten. So. Müsst ihr mal gucken. Also schreibt doch mal einfach mal in die Kommentare, ob ihr das in Ordnung finden würdet. Oder sagt, nee, niemals, Julia, niemals. Das darfst du nie machen. Dann mache ich es nicht. Also, boah, also heute war ja wieder ein richtig anstrengender Tag. Die Arbeit war, naja, gelinde gesagt, nicht so schön. Aber das ist halt momentan in der Arbeit leider normal. Gibt da immer wieder so ein kleines bisschen Differenzen, die jetzt nicht unbedingt so toll sind. Da geht's weiter nach unten. Und da auf der Seite backt Lava. Aber hier ist nicht mehr, ne? Doch, hier geht's nochmal weiter nach unten. Boah, wie weit geht's denn hier noch nach unten? Okay, bis zum Grundstein. Hier wäre auch noch ein bisschen Obsidian. Aber das war es dann auch schon. Schade. Hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr gewesen wäre. Mal kurz mal aufatmen. Schade. Ups. Ich wollte ja mich einfach nicht bewegen. Dann geht das eigentlich voll einfach da hoch, ne? Hat's geheißen. So, aber an Wänden geht es sowieso total leicht. Und ansonsten, naja, war halt heute... War ein ganz lustiger Tag. Heute ist ja das erste Video hochgeladen worden. War zumindest das erste Video, wo ich mit dabei war von dem... Autsch! Von dem WM-Orakel. Das hat jetzt wehgetan. Ich buddel mich nach oben, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Was ich lustig fand, ist, dass der gute Sigismund leider keine Zeit hatte, sein Video zu schneiden.
Ich schreibe ihm so eine E-Mail so, weil ich hätte ihm meine Soundspuren schicken sollen. Habe ich ja dann auch gemacht, weil da gab es ein kleines bisschen Problem. Hatte nicht alles richtig dann einpegeln können, weil er einen anderen PC mit dabei hatte. Und habe ihm das halt dann eingepegelt. Habe ihm dann also meine Soundspur zugeschickt. Und ich fand es ganz witzig, weil, wie gesagt, ich habe ihm meine Soundspur gegeben. Und dann habe ich ihm heute so geschrieben, du, hast du denn die Soundspur von mir bekommen? Weil er hat sich da nicht mehr daraufhin zurückgemeldet gehabt. Das Video, das hätte eigentlich vor 2 Stunden online gehen sollen. Und es kam unheimlich schnell eine Meldung von ihm zurück. So schnell war ich das gar nicht gewohnt von ihm, zumal er sich ja momentan in Los Angeles befindet mit Gronkh und den ganzen Leuten und Salaza und weiß der Kuckuck, wer da noch alles dabei ist. Mrs. Vlog ist dabei, was ich ganz klasse fand. Mrs. Vlog würde mich auch mal interessieren, die zu treffen. Vor allem, weil immer wieder Leute sagen, wir hätten eine ähnliche Stimme, was ich gar nicht finde. Aber naja, auf alle Fälle hat sich halt deswegen gewundert, dass er so schnell zurückgeschrieben hat. Und ich fand das dann ganz lustig. Er hat so, oh, ja, doch, nö, aber keine Zeit und rendern und was mache ich und tut mir leid. Und das muss er halt, also da hat mir halt ein YouTuber-Kumpel, der gute Mako, der eh am Wochenende da war, hatte mir dann geschrieben gehabt, so, ey, Sigismund hat dich im Stream erwähnt. Ich so, ja, wie, was? Und hab dann geguckt, das war ganz lustig, weil die E-Mail hat er nämlich live im Stream gelesen. Und man hat halt gesehen, wie sein Gesichtsausdruck immer schwärzer geworden ist, als er das so liest. Und dann so, oh, ja, das Video hätte online gehen sollen und so. Ich hab's auf alle Fälle bei mir, ich glaube, in die Favoriten habe ich's gepackt. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich nochmal schauen, ob ich es in die Favoriten gepackt habe. Ich fand es halt einfach nur irgendwie so witzig, seine Reaktion. Er tat mir aber auch ein bisschen leid, da soll sich da keinen Stress machen. Dann ist das Video halt nicht online gegangen. Ich meine, es hat Spaß gemacht. Und was ist jetzt das Problem? Hey, dann ist es halt nicht so. Muss ja auch nicht jedes Video von dem Orakel online gehen. So, da. Zumal auf seinen Kanal ja ohnehin jetzt nicht so mords die FIFA-Videos kommen bei mir ja auch nicht. Mal davon abgesehen, ich jetzt auch nicht glaube, dass ihm da seine Zuschauer so böse sind, wenn er da mal ein FIFA-Video nicht bringt. Was ich auch ganz krass fand, ich habe mir das Spiel von Paragames angeschaut, wie die gegen Commander Krieger angetreten sind. Holla die Waldfee. Das war ein interessantes Spiel. Oh, hab mir fast ein bisschen leid getan, die Jungs. Naja, aber ich finde, sie haben sich trotzdem ganz gut geschlagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu sehr gespoilert. Ja, wer weiß, vielleicht haben sie auch gewonnen. Ich meine, nur weil ich sage, dass sie mir fast ein bisschen leid getan haben, heißt es ja nicht, dass sie verloren haben. Das sieht ja grausam aus da unten. So, jetzt kommt der Moment, wo ich weiß, ich werde mich definitiv verlaufen. Schon zu spät hier. So, hier mal kurz Licht machen. Ich mache hier mal kurz ein bisschen... rundum kämpfen. Ich will ja eigentlich nur einen anständigen Lavasee finden. Aber das wird hier wohl nichts. Schade eigentlich. Ich meine, ich hätte schon mittlerweile Obsidian gefunden. So ist es ja nicht, aber trotzdem. Das ist eine epische Höhle, muss ich sagen. Die sieht echt episch aus. So. Ich laufe jetzt mal ein kleines bisschen durch die Pampa hier rundum. Achte jetzt mal nicht so stark auf die ganzen Dinge, die hier liegen. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal einen richtig schönen Lavasee oder so finden, da wo halt dann die Obsidian und ganzen Gedönssachen sind. Da kann ich schon mal getrost darauf verzichten, wenn ich mal kein Eisen mitnehme. Denke ich zumindest. So. Okay. Am Sonntag kommt dann das Video mit Pete, da bin ich ja auch schon sehr gespannt drauf. Vor allem, was ihr dazu sagt, weil es wirklich eine sehr, sehr lustige Aufnahme war. Gute Pete ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal ein bisschen lauter wird. Und das ist er auch geworden. So, jetzt wird's interessant. Hier wird jetzt gestorben. Jetzt gehe ich sterben. Wobei, ich gehe doch nicht sterben. Oh, ist mir jetzt gerade nochmal extrem heiß geworden. Wow. Oh, ich sollte essen. Boah, habe ich jetzt Glück gehabt. Machen wir hier eben Licht machen. Wow. Oh. Oh. Das war jetzt Glück. Boah, holla die Waldfee, das wäre jetzt beinahe ganz schön schief gegangen. Wie viele Viecher da auf einmal kamen.
Da unten ist jetzt noch ein Creeper. Ein Skelett. Den Creeper lassen wir mal hochkommen hier. So, den hat sie jetzt da unten zerfetzt und hat ein Skelett mitgenommen, wenn ich das richtig gehört habe. So, normalerweise müssen wir jetzt eigentlich hier unten richtig schön das schaffen. Oh, da kommen ja noch mal mehr. So, jetzt aber. Haben wir es geschafft? Okay, da oben kommt noch ein Zombie. Und ich habe nichts mehr zu essen. Ja, klasse. Das heißt, ich muss mir jetzt was zu essen braten hier, oder was? Ernsthaft? Okay, gut. Haben wir noch was? Nee, haben wir nicht. Okay, das heißt, ich muss mir was zu essen braten. Okay, Workbench hinstellen. Ofen bauen. 8 Öfen. Ja, nee, ist klar. Ich drücke wieder die Shift-Taste. Mhm. Und Essen rein. Gut. Kann ich mich ja so lange hier minimal noch umschauen. Oder jetzt zumindest das Eisen schon mal mitnehmen. Jetzt habe ich 8 Öfen gemacht. Ich bin noch so blöd manchmal. Naja, können sie uns wenigstens nicht ausgehen. Können wir die irgendwann mal zur Deko verwenden oder so. Boah, ey. So. Hier haben wir gleich nochmal ein Hühnchen. Gleich mal benutzen. Könnt die anderen Öfen auch aufstellen. Wird schneller gehen. Genau, stellen wir da noch einen Ofen auf. Packen das da rein. Packen das da rein. So, das reicht jetzt mal eben hier. Können... Komm, wenn wir schon dabei sind. Also, können wir da gleich auch noch das reinhauen? Komm, wenn wir dabei sind, dann lassen wir hier das Zeug gleich anständig schmelzen. So. Können wir nämlich hier mal gucken, was kommt nämlich jetzt hier noch? Hier kommt noch ein Zombie. Und hier unten kommt Lava, wie es scheint. Und vielleicht sogar Obsidian. Na, sieht nicht so aus. Obsidian scheint hier keiner zu kommen. Schade. Aber vielleicht... Vielleicht Diamanten. Oh! Oh! Arschloch! Ich hau ab hier. Boah, hat mich der erschreckt. Hat auch gar nicht gemerkt, oder? So, ich bin gespannt, wie viele Leute von euch ich mit erschreckt habe. Ich bin mir sicher, den einen oder anderen habe ich mit erschreckt. Tut mir leid. Oh, ich bin so schreckhaft manchmal hier in Minecraft. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. So, bauen wir mal die Workbench schon mal ab. Boah, ey. So, das nehmen wir auch mit. Jetzt habe ich natürlich auch nicht unbedingt die Bombenstimmung, weil ich eben hier total vor mich hinschwitze. Also seht es mir bitte nach, wenn ich nicht total die Bombenstimmung habe. So, jetzt nehmen wir das alles mit hier. Ein bisschen was haben wir schon mal weggebrannt. So, sortieren wir das hier gleich mal ein bisschen. Und dann können wir hier dann auch schon weiterfetzen. Obsidian wäre ja an sich nicht schwer gewesen, wenn ich ein bisschen Wasser mitgenommen hätte. Aber habe ich natürlich nicht mitgenommen. Wieso auch? Wieso sollten wir Wasser mitnehmen? Wir könnten jetzt... Okay, da oben sind Creeper. Wir könnten jetzt den Wassereimer mitnehmen. Dann würden wir uns jetzt um einiges leichter tun. Hier sieht es so komisch hell aus. Ja, ich wollte gerade sagen, es sieht so normales hell aus. So Tag, Nacht, irgendwas hell. Okay, na gut. Vorne ist wieder ein Creeper. Dann würde ich sagen, logge ich mich hier aus, sage Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir noch kurz einen Eimer craften und dann werden wir uns ein bisschen Obsidian holen. Dann schlagen wir uns durch den Nether zurück und dann schauen wir mal, wo wir landen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.